Hallo und willkommen bei LiveTech.de. Dies ist das Testvideo des Smartphones von FICOM mit dem Namen FICOM Clue. Bevor es losgeht, möchte ich mich bei FICOM für die Bereitstellung des Smartphones bedanken. Wer gerade auf der Suche nach einem guten und preiswerten Smartphone ist, sollte sich auf jeden Fall mal das Clue von FICOM anschauen. Dieses ist ein Einsteiger-Smartphone, welches von FICOM für einen unglaublich günstigen Preis von 120 Euro UVP angeboten wird. Das Gerät kommt in einer eher schlichten Verpackung, jedoch hat FICOM offensichtlich nicht am Zubehör gespart. Im Lieferumfang befinden sich nämlich neben dem Ladekabel für das Gerät auch noch Kopfhörer, ein Poweradapter und sogar zwei zusätzliche Rückseitenfarben in Schwarz und Weiß. Dies ist ein toller Zusatz, da man sich andersfarbige Rückseiten bei anderen Anbietern extra dazu kaufen muss, wenn man diese haben möchte. Außerdem befindet sich natürlich eine Beschreibung und das Handy selber im Lieferumfang. Dieses besitzt einen 4 Zoll großen Bildschirm mit einer Auflösung von 800x480 Pixeln. Außerdem hat der Bildschirm nicht nur eine relativ gute Farbwiedergabe, sondern kann ebenfalls Filme und Videos in einer ziemlich guten Qualität abspielen. Unter dem Bildschirm befinden sich zudem die Menü-, Zurück- und Home-Knöpfe, welche berührungsempfindlich sind und sehr gut auf Berührung reagieren. In dem Smartphone steckt ein Qualcomm Dual-Core-Prozessor, durch den das Handy ziemlich schnell ist. Dazu kommen 1 GB Arbeitsspeicher und 4 GB interner Speicher. Da dieser Speicher jedoch mit einer MicroSD-Karte mit bis zu 32 GB erweitert werden kann, sollte man keine Probleme mit vollem Speicher haben, solange man eine MicroSD-Karte eingelegt hat. Da das Gerät ebenfalls als Business-Smartphone genutzt werden kann, hat man die Möglichkeit, 2 SIM-Karten gleichzeitig einzulegen. Diese Dual-SIM-Funktion ist unglaublich praktisch, wenn man 2 SIM-Karten hat, da man somit nicht mehr 2 Smartphones mitnehmen muss. Die Frontkamera hat eine Auflösung von 0,3 Megapixel und die Kamera auf der Rückseite löst mit 2 Megapixeln auf und kann Videos in HD machen. Natürlich gibt es inzwischen schon deutlich bessere Handykameras, für Urlaubsfotos oder gelegentliches Fotoknipsen ist es jedoch vollkommen ausreichend. Der Akku in dem Gerät hat 1700 mAh, wodurch das Gerät ohne Probleme 1 bis 2 Tage mit nur einer Akkuladung und einer mittleren Benutzungshäufigkeit durchhält. Wenn man das Gerät im Standby-Modus lässt, hält das Gerät sogar über eine Woche durch. Es verfügt zudem über einen Micro-USB-Anschluss zum Aufladen des Akkus und daneben befindet sich ein 3,5 mm Klinkenanschluss. Über diesen können alle normalen Kopfhörer mit einer 3,5 mm Klinke angeschlossen werden. Das Smartphone hat nicht nur WLAN, sondern auch 3G mobiles Internet und Bluetooth 4.0. Somit hat es alle standardmäßigen Konnektivitäten, die andere Smartphones auch haben. Die Geschwindigkeit des Gerätes hat mich von Anfang an erstaunt. Das Gerät hat bisher fast nie geruckelt und ist auch nie hängen geblieben. Andere Smartphones mit einem ähnlichen Preis haben da deutlich mehr Probleme. Auch die Anwendungen sind sehr flüssig gelaufen und das Bedienen ist kinderleicht. Dies liegt daran, dass das Clue das Betriebssystem Android 4.3 hat, welches von FICOM für das Handy angepasst wurde. Somit läuft alles auf dem Smartphone noch flüssiger. Das Gerät lässt sich also so gut bedienen wie jedes andere Android-Handy auch. Wenn man also zuvor bereits ein Handy mit dem Betriebssystem Android hatte, wird man sich sehr schnell an das FICOM Clue gewöhnen. Das FICOM Clue ist also das perfekte Einsteiger-Smartphone, da es nicht nur sehr günstig ist, sondern auch so schnell und leistungsfähig ist, dass man es gut im Alltag verwenden kann. Das Gerät hat mir für seinen Preis also sehr gut gefallen und ich kann es jedem weiterempfehlen, der gerade auf der Suche nach einem günstigen und leistungsstarken Smartphone ist. Auch als allererstes Smartphone ist es perfekt geeignet, da es sehr benutzerfreundlich und leicht zu bedienen ist. Erhältlich ist das FICOM Clue auf der Webseite von FICOM oder auf Amazon. Die entsprechenden Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, lasst es mich doch mit einem Kommentar oder einem Daumen hoch wissen. Vergesst außerdem nicht, mich zu abonnieren, um keines meiner wöchentlichen Videos zu verpassen. Das war LiveTech.de mit einem kleinen Ausflug in die Welt der Technik und ich bedanke mich, dass ihr dieses Video gesehen habt.